Exzellenz, wie haben Sie Papst Emeritus Benedikt in den vergangenen Wochen, Monaten erlebt? Er ist ja eigentlich gegen seine Auffassung sehr alt geworden. Er war überzeugt, dass nach seinem Verzicht der liebe Gott vielleicht ihm noch ein kleines Jährchen, der Italiener sagt, un annetto geben würde. Und war wohl der Erste, der überrascht war, dass aus diesem Jährchen nicht wenige Jahre geworden sind. Er war gegen Ende natürlich physisch sehr schwach, sehr gebrechlich, aber Gottlob hat er immer den klaren Verstand behalten. Was ihn schmerzte, war dann die leiser und schwächer werdende Stimme. Er sagt, er hat ein Leben lang mit der Stimme gewirkt und dieses Werkzeug ist ihm nach und nach abhanden gekommen. Aber er war immer klar und er war ruhig, er war gefasst und wir, die sehr unmittelbar um ihn waren, mit ihm gelebt haben, haben gespürt, haben so, er ist auf der Zielgeraden und die Zielgerade hat ein Ende. Dieses Ende hatte er fest im Blick. Hat er eigentlich Angst vorm Sterben? Er hat nie von Angst gesprochen. Er hat immer wieder gesprochen vom Herrn, dass er dann, wenn er vor ihm steht, dass er ihm mit Milde und mit Barmherzigkeit begegne und dass er natürlich auch um seine Schwächen, um seine Sünden, ja, um sein Leben weiß. Aber mit dem heiligen Johannes gesprochen, eben Gott ist größer auch als unser Herz. Und Sie waren viele Jahre an seiner Seite. Was waren so die Schlüsselmomente für Sie? Ja, es hat begonnen als Mitarbeiter in der Glaubenskongregation, als er Präfekt war in einer Abteilung. Dann bin ich Sekretär geworden. Das sollte eigentlich nur ein paar maximal Monate dauern. Das hat dann 2 Jahre gedauert. Dann starb Johannes Paul II. Aus Kardinal Ratzinger wurde Benedikt XVI. Dann die ganzen Jahre als Sekretär neben ihm und dann natürlich auch jetzt Emeritus. Er ist länger Emeritus gewesen als regierender Papst. Was mich immer wieder beeindruckt hat, was mich immer wieder auch überrascht hat, war die Milde, die Ruhe, das Ausgeglichensein, auch in Situationen, die wirklich sehr anstrengend, sehr fordernd und teilweise menschlich auch sehr betrüblich waren. Er hat nie die Contenance verloren, auch nie die, er ist nie wild geworden. Im Gegenteil, je herausfordernder es wurde, desto ruhiger und desto wortarmer ist er geworden. Aber das hat auf die Umgebung sehr gute und wohlwollende Wirkung gehabt. Dann habe ich gesehen, dass er mit den Menschen, vor allem mit großen Massen, die er gar nicht gewohnt war. Natürlich war er als Professor gewohnt, vor einem großen, vor einem sehr großen Publikum, vor Studenten zu sprechen. Aber das war, ein Professor spricht zu Studenten. Nachher als Papst war es dann so, dass, es haben aber auch die Begegnung, die Freude, die Begeisterung, natürlich auch von verschiedenen Ländern ganz unterschiedlich. Daran musste er sich erst gewöhnen. Es war nicht ganz einfach, dass er da den richtigen Weg gefunden hatte, aber er hat sich also überhaupt nichts von irgendeinem Mediencoach vorsagen lassen, sondern ganz einfach und ganz natürlich diese Aufgabe übernommen und ist da, so darf ich wohl sagen, also wirklich hereingewachsen. Die Milde haben Sie angesprochen im Umgang mit seinem Umfeld. Haben Sie da vielleicht ein Beispiel? Können Sie da etwas teilen mit uns? Ich kann mich gut erinnern an eine Begegnung mit einer Reihe, nehme ich jetzt mal die Zeit als Präfekt in der Glaubensgemeinschaft, mit einer Reihe von Bischöfen und Kardinälen. Das ging dann aufgrund des Themas relativ schnell hoch her. Und zwar in der inhaltlichen Ausrichtung, aber auch dann in der verbalen Aussage. Es musste italienisch gesprochen werden, das war die gemeinsame Sprache. Und da habe ich gemerkt, wie also die Italienisch-Muttersprachler einfach schneller sind und auch etwas kräftiger, bis hin zu leichten Schüben von Aggression.
Er hat dann in seiner ganz einfachen, etwas leisen Form sozusagen erst einmal die ganze atmosphärische Aggression heruntergeholt und versucht eben vom Ton zum Inhalt zu kommen. Er hat nur gesagt, die Argumente sind überzeugend oder nicht. Der Ton kann störend sein oder hilfreich. Ich bitte, dass wir uns gegenseitig helfen, den Ton herunterzunehmen und die Argumente zu stärken. Wunderbar. Und können Sie uns mehr über ihn als Mensch erzählen? Also wie verstand er auch seine Aufgabe als Papst? Also das Letzte, was er gesucht hat und sich gewünscht hat, war sicherlich mit 78 Jahren Papst zu werden. Es ist geworden, er hat es angenommen, er hat das als den Willen Gottes gesehen und hat diese Aufgabe übernommen. Und ich habe auch relativ schnell gemerkt, dass nach anfänglichen, aber nur sehr kurzzeitigen, es sind nicht Nervosismen, sondern es waren einige Unsicherheiten, weil überall war Fernseher dabei, überall Fotografen dabei, sagen wir, also ein Privatleben oder ein normales Leben war nicht mehr möglich. Und da habe ich gespürt, wie er sich einfach auch in diese Situation hineinbegeben hat und einfach fest auch auf die Hilfe Gottes vertraut hat, dass er mit seinen natürlichen Gaben, aber auch mit der Hilfe Gottes, das ihm nun anvertraute Amt so ausführt und so bewältigt, dass es tatsächlich zum Nutzen der ganzen Kirche und der Gläubigen sein wird. Sie haben zu Beginn gesagt, das Wort, das gesprochene, aber auch das geschriebene Wort, war sozusagen sein Instrument. Welche seiner Schriften, seiner Enzykliken, seiner Bücher sind für Sie persönlich zentral? Als Papst hat er ja drei Enzykliken geschrieben, man kam vier. Die vierte ist ja gemeinsam mit Papst Franziskus. Franziskus hat sie ja dann auch veröffentlicht. Für mich persönlich, muss ich gestehen, ist Spe Salvi, über die Hoffnung, also über die letzten Dinge, eigentlich die Enzyklika, die mir persönlich am meisten geistliche Nahrung gegeben hat und von der ich glaube, dass sie auch die Enzyklika sein wird, die letztlich das Rennen macht von seinen wichtigen Enzykliken. Von seinem Schrifttum, ich habe ja als kleiner Student, Seminarist in Freiburg, angefangen, seine Sachen zu lesen und habe eigentlich alles gelesen. Und klar, auch da geistliches und geistiges Wachstum. Von seinen Schriften, die auch unter seinem Namen veröffentlicht worden sind, er wollte auch, dass er als Papst, außer durch den amtlichen Texten, Enzykliken zum Beispiel, seine Jesus-Triologie oder sein Jesus-Buch in drei Bänden, dass das von ihm selbst auch als ein geistliches und auch ein intellektuelles Testament zu sehen ist. Am Anfang war er der Überzeugung, er hat ja angefangen als Kardinal das zu schreiben und hat ja dann weitergeschrieben als Papst und hat gemeint, es ist jetzt Zeit, dass ich abschließe, wer weiß, wie lange die Kräfte noch reichen. Und sie reichten und er hat beim zweiten Band angefangen und so weiter. Persönliches Leben als geistlicher Bischof, als Kardinal, als Papst, aber auch seine ganze theologische Forschung, sein ganzes Gebetsleben enthält in einer Form, die Gott sei Dank verständlich ist, die auf höchstem akademischen Niveau geschrieben und ein bleibendes Zeugnis seiner Person, aber auch für die Gläubigen sein wird. Und das war auch die Absicht. Er wollte eben mit diesem Buch, also mit dieser Form der Glaubensverkündigung, Menschen im Glauben stärken, zum Glauben führen, aber auch Türe zum Glauben öffnen. Und vielleicht für Sie ganz persönlich, was von diesen Gedanken hat, welche haben Ihnen geholfen, welche werden Sie auch mitnehmen? Also wenn ich auf das Jesusbuch direkt schaue, das ganz Entscheidende ist, dass dieses Buch nicht etwas aus der Vergangenheit beschreibt, auch eine Person, auch wenn sie der Erlöser ist, sondern dass dieses Buch von der Gegenwart schreibt. Christus hat gelebt, aber er lebt nach wie vor. Und die Lektüre hilft sozusagen, den Draht direkt mit dem Heute, mit Christus herzustellen. Ich lese nicht etwas, was geschehen ist. Es ist etwas geschehen, aber das, was geschehen ist, hat Bedeutung für mich, für jeden, der liest, für mein persönliches
Glaubensleben. Und das, meine ich, ist etwas ganz Entscheidendes. Und zwar in der Richtung, dass Josef Ratzinger, Papst Benedikt, nichts von dem, was die Kirche im Glauben bekennt, entweder minimalisiert oder wegnimmt oder überspringt. Und das ist etwas für mich persönlich Bleibendes. Und ich habe den ersten Band vor allem schon mehrere Male gelesen, besser gesagt immer wieder begleitend gelesen zu bestimmten Jahreszeiten. Das kann ich nur empfehlen. Das ist eine große Hilfe, eine geistliche Nahrung. Das klingt auch danach, dass er selbst aus diesen Überzeugungen herausgeschrieben hat. Aber wie haben Sie ihn persönlich erlebt? Auch wie hat er seinen Glauben gelebt? Das Erste ist, er hat den Glauben vermittelt bekommen von seinen Eltern in einer ganz natürlichen, in einer ganz normalen Weise. Das hat ihn schon sehr stark geprägt. Das, was er von den Eltern und später dann von den Lehrern, von den Geistlichen empfangen hat, das hat er dann in seinem eigenen Leben, vor allem eben durch die Studien, aber auch dann durch die Vorlesungen vertieft. Und was er vertieft hat, ist dann zum eigenen Glaubensleben geworden. Ich hatte immer den Eindruck, und ich glaube, ich bin da nicht allein, dass das, was der Professor Ratzinger sagt, oder der Bischof, Erzbischof Ratzinger, oder der Kardinal oder Papst Benedikt, dass das nicht irgendwie etwas ist, was halt dann vorgetragen wird aufgrund der Aufgabe des Amtes, sondern das ist sozusagen Fleisch von seinem Fleisch. Das ist das, was er glaubt und das, was er weitergeben möchte und dass er diese Flamme auch anderen geben möchte und er möchte, dass es lichterloh brennt. Aber bleibt einem Papst überhaupt Zeit für das Gebet, für Stille, für in die Tiefe gehen? Es ist immer eine Frage der Einteilung der Zeit. Wenn mir etwas wichtig ist, versuche ich mir die nötige Zeit zu nehmen. Und zwar nicht dann, wenn zufällig was bleibt, sondern schon in der Tagesplanung. Und ich habe ihn als Kardinal, aber auch als Papst, da habe ich ja mit ihm zusammen auch gelebt, gesehen, dass einfach Gebetszeiten, natürlich gab es da Ausnahmen bei Reisen und so weiter, aber Gebetszeiten waren sakrosant. Das heißt konkret, Heilige Messe, Brevier, Rosenkranz, Betrachtung, da gab es feste Zeiten. Und die einzuhalten war unter anderem auch eine Aufgabe von meiner Seite aus, dass ich da also nicht, es ist jetzt ganz wichtig und noch wichtiger, dann sage ich da, denken Sie dran, das Wichtigste ist immer zunächst, dass der liebe Gott die erste Stelle hat. Zuerst das Reich Gottes suchen, das andere wird euch dann dazugegeben. Das ist ein einfacher Satz. Klingt sehr gut, ist in der konkreten Verwirklichung nicht einfach, aber deshalb trifft dazu und deshalb müssen Sie auch mit dafür sorgen, dass das so bleibt. Heilige sind ja auch Vorbilder für uns im christlichen Leben. Wer war der Lieblingsheilige von Papst Benedikt? Der heilige Josef. Ich glaube, das war der Lieblingsheilige, wobei er dann relativ schnell Gesellschaft bekommen hat durch den heiligen Augustinus und auch durch Bonaventura. Einfach deshalb, weil er die beiden großen Gestalten der Kirche sehr intensiv studiert hat und auch gesehen hat, wie diese beiden sein geistliches und sein intellektuelles Leben befruchtet haben. Von den Frauen, um nicht nur auf der Seite der Männer zu bleiben, gut, die Mutter Gottes ist sowieso Nummer eins, aber von den Frauen würde ich sagen, ist es die heilige Teresa von Avila. Die heilige Teresa von Avila, die schon auch in ihrer intellektuell, aber auch in seiner geistlichen Kraft und Stärke ein Zeugnis abgegeben hat, das ihn beeindruckt hat. Dann, man wird es nicht glauben, das ist die kleine heilige Therese vom Kinde Jesu. Von den Jüngeren glaube ich schon, dass es auch Mutter Teresa in ihrer Einfachheit ist und auch in ihrer Überzeugung, denn das, was sie gelebt hat, war mehr als nur eine Vorlesung in Theologie oder in Fundamentaltheologie oder in welchem Fach auch immer, sondern war das gelebte Evangelium. Und das war für ihn entscheidend und bis zum letzten Tag. Mutter Teresa hat er ja selbst auch persönlich noch erlebt, nicht? Das war auch an der Seite von Papst Johannes Paul. Ich weiß, da war ich selber dabei. 1978 war der Katholikentag in Freiburg. Er war gerade ein Jahr Erzbischof, ich war gerade ein Jahr im Seminar. Freiburger Münster war Mutter Teresa unter anderem. Und auch mit anderen der Kardinal aus München und Freising, Josef Ratzinger. Sehr schön.
Auf einer kirchlichen oder sogar weltkirchlichen Sicht, wie hat Josef Ratzinger, wie hat Papst Benedikt die Kirche geprägt? Er hat ja in seiner Predigt beim Beginn des Pontifikats, also bei der Aufnahme des Amtes, gesagt, er hat kein Programm, sowas wie ein Regierungsprogramm oder wie ein kirchliches Programm, sondern das, was er zu tun hat und was er versucht zu tun, ist, den Willen Gottes zu verkünden. Man hat dann gesehen, dass ein Programm auch wenig geholfen hätte, weil die Dinge haben sich relativ schnell überschlagen, auch in schwierigen Situationen. Und das darauf sich einstellen war sicherlich eines seiner großen Stärken, dass er relativ schnell erkannt hat, das ist das Problem und darauf ist eine Antwort aus dem Glauben zu geben. Deshalb meine ich, dass sein großer Beitrag, seine große Hilfe für die Gläubigen das Wort war. Wir hatten schon vom Wort gesprochen, dass das Wort seine große, klingt martialisch, aber seine beste Waffe war. Mit dem Wort konnte er umgehen und mit dem Wort konnte er Menschen begeistern und deren Herzen erfüllen. Und was waren so die größten Herausforderungen, wenn Sie zurückblicken auf sein Pontifikat, die er meistern musste? Es war ganz klar, ganz am Anfang, die Herausforderung A war das, was er mit Relativismus bezeichnet hat, dass also der katholische Glaube, die Kirche überzeugt, dass in Jesus Christus die Wahrheit geboren ist, Mensch geworden ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dass eben der Relativismus letztlich sagt, das, was ihr wollt, die Wahrheit verkünden, das ist gegen die Toleranz. Ihr toleriert nicht andere Überzeugungen, ihr toleriert nicht oder ihr haltet von anderen Religionen wenig. Nein, das stimmt nicht. Die Toleranz heißt, dass ich selbstverständlich jeden Menschen in seinem Glauben, in seiner Überzeugung ernst nehme und annehme. Aber es bedeutet eben nicht, dass ich dann meinen Glauben, von dem ich überzeugt bin, dass ich ihn empfangen habe, um ihn auch weiterzugeben, dass ich den einfach tief staple. Ganz im Gegenteil. Das war der Relativismus, dann die ganze Frage von Verhältnis Glaube-Vernunft. Das war für ihn auch eigentlich eine seiner starken Seiten. Dann kam sehr unerwartet, aber dann mächtig als Papst. Er hatte da als Kardinal ja auch seine Erfahrung, die ganze Frage mit dem Missbrauch. Das ist eine Herausforderung gewesen, die also so gewaltig kam, in einer Form, in der man es nicht erwartet hätte. Er hatte als Kardinal ja bereits schon eine wichtige Rolle, als die ersten Fragen, die ersten Mitteilungen, die ersten Schwierigkeiten, die ersten Missbrauchsberichte kamen aus den USA. Und ich weiß noch sehr gut, ich war da schon 2 Jahre in der Kongregation für die Glaubenslehre, wie er das angepackt hat und auch wie er gegen bestimmte Widerstände im Innern sich durchsetzen musste. Das war nicht einfach, aber er hat das sehr gut und auch entschieden und mutig getan und das hat ihm für nachher, das heißt für sein Pontifikat, geholfen. Und das andere, das Letzte, wenn ich das sagen darf, meine ich schon, er hat immer wieder gesagt, es gibt wichtige Themen, aber das Allerwichtigste ist, dass eben der Glaube an Gott, das heißt der Gottesglaube, das ist das auch sein, wenn ich ein Zentrum, klare Aussage machen möchte, was war denn das Zentrum, um das herum sich seine Verkündigung, sein Papstamt und sein päpstlicher Dienst gedreht hat, dann ist das tatsächlich die Überzeugung, dass ich muss den Glauben an Gott verkünden, das ist das Entscheidende. Andere können anderes tun, aber das ist das Hauptziel, die Hauptaufgabe des Papstes und dafür ist er auch und bleibt er der erste Zeuge. Das heißt, diese Verkündigung Gottes als zentraler Punkt seines Pontifikats auch. Das, wenn ich das so komprimieren darf, ja. Die Verkündigung des Glaubens, die Verkündigung des Evangeliums, Gott ist ja für uns nicht eine Idee, irgendwie ein Gedanke, sondern Gott ist ja, das ist ja das Ziel unseres Glaubens, das Zentrum unseres Glaubens ist ja in einem Menschen zu einer bestimmten Zeit
in Jesus Christus oder in Jesus von Nazareth Mensch geworden. Und all das, was wir aus dieser Zeit wissen, hat sich dann verdichtet in den Evangelien oder im Schrifttum, im Neuen Testament. Und das zu verkünden, glaubwürdig zu verkünden, überzeugend zu verkünden, das war das Zentrum und das Ziel seines päpstlichen Dienstes. Vielleicht noch zu den Missbrauchsvorwürfen, Skandalen auch in der Kirche. Papst Benedikt wurde ja selbst noch gar nicht allzu lange her konfrontiert mit Missbrauchsvorwürfen. Die wurden entkräftigt, stammend aus dem Missbrauchsreport der Diözese München-Freising. Wie hat er das erlebt? Wie hat er das wahrgenommen? Gerade auch aufgrund der Rolle, die er ja seit seines Lebens in der Kirche spielte, wenn es um Missbrauchsvorwürfe ging. Wir hatten ja schon kurz vorher angedeutet, dass er als Präfekt ganz am Anfang mit den ganzen Vorwürfen, die aus den USA kamen, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre schon beschäftigt war und dass er da eine klare Linie vorgegeben hat gegen inneren und äußeren Widerstand. Diese Linie hat er durchgezogen als Papst, sehr deutlich, sehr klar. Da gibt es genügend konkrete Beispiele. Als ihn dann persönlich der Vorwurf erreichte, als dass er als Erzbischof in München und Freising in den Jahren 77 bis 82 gehandelt hätte, die nicht dem, was notwendig gewesen wäre, entsprochen hätte, hat er sich sehr verwundert. Er wurde gefragt, ob er bereit ist, auf Fragen zu antworten bei dieser Untersuchung, die eben von Kardinal Faulhaber bis zum regierenden Erzbischof durchgeführt würde, ob er bereit wäre, mitzumachen. Ich bin dabei. Ich habe nichts zu verbergen. Würde ich sagen, nein, dann heißt es, er verbirgt, er sagt nichts. Es kamen viele Fragen, also ich möchte jetzt dazu gar nicht viel sagen, sondern er hat die Fragen beantwortet. Er ist sich keiner Schuld bewusst. Was er in Erinnerung hatte, hat er gesagt. Das kam auch in den Bericht hinein. Und wie gesagt, es war dann damals, es gab auf unserer Seite, ist also bei der Abfassung der Stellungnahme ein kleiner Fehler passiert. Nicht dem Papa selber, sondern einem unserer Mitarbeiter, der sich sofort bei ihm entschuldigt hat. Das ist mein Fehler, ich habe ein Datum verwechselt mit einer Präsenz oder Nichtpräsenz bei einer Ratssitzung. Das wurde auch dann sofort publiziert, es wurde auch dann sofort berichtet und berichtigt. Aber das Narrativ, der Papa habe gelogen, ist leider geblieben. Das war das Einzige, was ihn wirklich erschüttert hat, dass er als Lügner bezeichnet wurde. Es ist einfach nicht wahr. Er hat ja dann selber einen Brief geschrieben in diesen Fragen. Er sagt, das ist das letzte Wort zu dieser Frage, danach werde ich mich nicht äußern. Wer ihm nicht glaubt oder das nicht glauben will, muss es nicht. Aber wenn man ehrlich und unvoreingenommen an die konkreten Fakten herangeht, muss man sagen, der Vorwurf des Lügners ist einfach nicht wahr und er ist infam. Dieser Vorwurf, der hat ihn wirklich getroffen. Er kann nur appellieren an die Vernunft, an den guten Willen, aber auch an die Ehrlichkeit. Mehr bleibt nicht. Das andere, das hat er ja auch in seinem Brief geschrieben, das andere wird der liebe Gott dann schon mit ihm selber ausmachen. Und das, was Sie sagen, ist ja auch nachvollziehbar, nicht? In den Dokumenten und Akten, also jeder, der nicht hier böswillig ans Werk gehen will, kann das nachvollziehen und hier auch klar diese Wahrheit noch einmal ans Licht bringen. Es ist genau so. Wie gesagt, die Unvoreingenommenheit ist eine Voraussetzung, nicht nur in diesem Fall grundsätzlich, aber insbesondere auch in diesem Fall. Und wer bereit ist, mit Unvoreingenommenheit voranzugehen, der hat das erkannt oder wird das erkennen. War Papst Benedikt eigentlich glücklich? Haben Sie ihn so wahrgenommen als jemand, der zufrieden, auch erfüllt ist in seinem persönlichen Leben? Von den von Ihnen jetzt genannten Adjektiven würde ich sagen, das Letzte trifft zu, nämlich die Erfüllung. Also, wie ich ihn wahrgenommen habe, ist, dass er wirklich von dem, was er tat, erfüllt war. Er hat das Leben, die Entscheidung für das Leben in Bezug auf das Priestertum gefällt.
seine erste Berufung und seine erste Liebe ist natürlich die Lehre. Er ist dann Professor geworden, das war einfach seine Bestimmung. Und dann musste er Bischof werden, nicht, dass er gezwungen worden wäre, und er ging, aber er, das war ihm irgendwie fremd. Dann kam er nach Rom, das war ihm auch eher gelegen von seiner ganzen Art und von seiner intellektuellen Struktur her. Dass er Papst wurde, hatte ich schon gesagt, das war das Letzte, was er erwartet hätte oder gewollt hätte. Aber er hat diese Aufgaben angenommen. Und in all diesen Aufgaben, soweit ich das sehen konnte und erkennen konnte, war er wirklich erfüllt. Und er hat das gegeben, was er hatte. Und das habe ich dann gemerkt, er gibt etwas von sich, was ihm das Wichtigste ist. Er gibt nicht etwas weiter, das hat er einmal aufgenommen, sondern er gibt etwas von sich, was durch sein Leben, durch seine intellektuelle Redlichkeit und durch seinen Glauben gestellt war, weiter, damit, um nochmal das Bild des Funkens zu gebrauchen, damit der Funke einfach sprüht und dass dann Feuer entfacht wird. Gab es für ihn überhaupt Zeit, an seine Herkunftsfamilie zu denken? Gab es da noch Bezug? Wie sprach er über seine Familie? Bei all dem, was man lesen kann, bei all dem, was er gesagt hat, was ich selber auch gehört habe, hat er nur wirklich liebevoll, mit großer Hochachtung vor dem, was die Eltern getan haben, auch für die Kinder, für die drei Kinder. Sie wissen, der Vater war Gendarm, da war kein großer Geldfluss und alle Kinder hatten also eine sehr gute Bildung und das kostete etwas. Aber vor allem das Vorbild im Glauben war das Entscheidende, hat er mir wieder gesagt, dass das eigentlich die Grundlage für all das, was später gekommen ist, gewesen ist und bleibt. Welche Worte werden Sie mitnehmen von ihm? Was wird Ihnen bleiben? Also, da darf ich jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Es kam immer wieder, vor allem in der Zeit als Emeritus, schwierige Situationen für mich, wo ich sage, Heiliger Vater, das kann doch nicht sein. Also ich werde damit nicht fertig und ich weiß nicht, wie die Kirche fährt an die Wand. Ich weiß nicht, der Herr schläft oder ist nicht da oder was ist denn los? Dann sagt er, Sie kennen doch ein bisschen das Evangelium. Ich mühe mich, war meine Antwort. Ja, der Herr hat im Boot auf dem See Genezareth geschlafen. So wird es berichtet. Die Jünger hatten Angst. Es kam Unwetter, kamen Wellen. Und dann haben sie ihn geweckt, weil sie nicht mehr weiter wussten. Und da hat er nur gesagt, ja, was ist denn los? Also er hat zwei, drei Worte an das Unwetter gerichtet und in diesem Bild natürlich dann auch geklärt, er ist Herr auch über Wetter und Unwetter. Er sagt zu mir dann, Papst Benedikt, schauen Sie, der Herr schläft nicht. Der Herr ist da, dass wenn Jünger Angst hatten in seiner Gegenwart, auch die Jünger von heute da und dort Angst haben, ist ganz normal. Aber vergessen Sie eines nicht, er ist da und er bleibt da. Das dürfen Sie bei all dem, was Sie jetzt umtreibt oder bei all dem, was Ihnen jetzt schwerfällt oder was Ihnen auf dem Herzen liegt oder auf dem Magen, nie vergessen. Nehmen Sie das einfach von mir an. Ich handle so. Das ist das, was unter anderem, aber das ist das, was mir richtig ins Herz hineingefallen ist und dort also schön verankert bleibt. Vielleicht noch eine andere Anekdote auch aus Ihrer Zeit mit Papst Benedikt. Ja, Papst Benedikt ist ja ein Mann gewesen mit einem sehr feinen Humor. Er mochte es, wenn auch in einer schwierigen Frage der Humor nicht total ad acta gelegt wurde, sondern wenn man zeigte, auch dass bei diesen schwierigen Fragen, dass da der Humor eine Art von Erdung, aber auch eine Art von Leitung nach oben zeichnet. So habe ich da und dort immer wieder gemerkt, wie er in schwierigen Situationen, sei es als Kardinal, sei es als Papst, versucht hat, eine humoristische Wendung, das klingt zu oberflächlich, aber ein Gramm Humor, ein Element des Humors von hineinzubringen, um bestimmte Dinge sozusagen zu entgiften. Das hat mir für meine eigene
für mein eigenes Leben, auch für manche schwierige Situation viel gegeben, wofür ich sehr dankbar bin. Santo subito? So war zu lesen bei der Beerdigung von Johannes Paul II. Auf dem Petersplatz. Ich erinnere mich gut, ich war auf dem Sagrato und unten kamen dann viele, Italiener sagen Striscioni, also viele Schilder und auch groß bemalte Plakate, Santo subito. Ich glaube, dass es in diese Richtung gehen wird. Exzellenz, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen, dass Sie sich auch Zeit genommen haben. Gerne.